What's poppin', Boys and Girls? Ja, ich gucke mir gerade das Bild an. Es sieht ein bisschen mittelbeschissen aus, aber die ganze Technik ist schon eingepackt. Deswegen müssen wir heute dieses Video so ein bisschen im Vlog-Style machen. Denn unser Umzug ist morgen. Und zur Feier des Tages und weil ich heute einen guten Tag habe und auf den Beinen bin, habe ich gedacht, ich lasse es mir nicht nehmen, ein letztes Halloween-Video zu machen. Ich hatte ganz viel vor und habe nichts davon geschafft, aber ich habe etwas rausgefunden, was für mich heute sehr einfach umsetzbar ist und einfach auch das perfekte Rezept ist, um es an Halloween vielleicht last minute zu machen, falls ihr auf eine Party geht, auf eine kleine Halloween-Party und sagt, hier, das habe ich gemacht. Schau, wie kreativ ich bin. Oder falls ihr einfach zu Hause bleibt und wie ich einen, weil also ich bin wohl die Letzte, die es schafft, heute oder morgen auf eine Halloween-Party zu gehen. Aber nichtsdestotrotz werde ich einen Halloween-Filme-Marathon machen, wie jedes Jahr. Und dazu möchte ich einfach blutiges Essen essen. Und da ich Veganer bin, muss ich da kreativ werden. Wir machen heute Blätterteig-Mumien. Das sind Mumien aus Blätterteig. Alles, was ihr dafür braucht, sind 3 Zutaten, beziehungsweise 5, wenn man die Deko mit einberechnet. Blätterteig. Ihr braucht für jedes Element 2 Stück. Das bedeutet, da ich und meine Eltern heute nur hier sind, weil Kevin schon in Berlin ist und die Schlüsselübergabe für die Wohnung macht, denn wir ziehen morgen um, oh mein Gott, das ist so aufregend, habe ich 6 Stück. Genau, und es gehören immer 2 zusammen, also werden es insgesamt 3. So, das zweite, was ihr braucht, ist irgendeinen Fruchtmix, der rot ist. Aber ihr könnt auch wie ich einfach Marmelade nehmen. Und für das Bestreichen des Blätterteigs braucht ihr noch irgendeine... Muss man das jetzt verdecken, weil das ist dann ja Bewerbung? Ich weiß es nicht. Braucht ihr irgendeine Milch? Ich habe jetzt hier Hafermilch. Und falls für die Augen später, das zeige ich euch dann, braucht ihr noch Augen. Oder wenn ihr vegan seid, Fake-Augen. Und deswegen habe ich mir einfach, wie nennt man das denn, Fondant? Spricht man das Französisch aus oder so? Fondant. Und so kleine Drops, Schokodrops für die Pupille. Das erste, was ihr braucht, ist einfach den Blätterteig und eure Marmelade. Und dann verteilt ihr einfach die Marmelade auf dem Blätterteig. Und wenn ihr damit fertig seid, dann nehmt ihr euch die anderen 3 Blätterteigflächen vor und schneidet sie in Streifen. In kleine Mumienstreifen. So, zack, 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 zack. Ja, ich wollte das eigentlich so schneiden, aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass die, glaube ich, länger sein müssen. Und deswegen machen wir das jetzt mal so. Oh fuck, der Blätterteig ist schon langsam trocken, ey. Der liegt hier schon seit 2 Stunden rum. Oh, und wenn alles klein geschnitten ist, dann geht es ans Mumifizieren. Mit Blätterteig. Das macht ihr, indem ihr einfach diese Schnipsel nehmt und sie kreuz und quer über den Blätterteig legt. Genau, und das ist dann hier natürlich am Ende ein bisschen lang und das könnt ihr dann einfach abschneiden und am Ende dann, keine Ahnung, wir müssen mal gucken, ob am Ende noch irgendwas über ist. Und als letzten finalen Schritt braucht ihr nur noch Milch und einen Pinsel. Und dann pinselt ihr das ein. Und dann kommen die Mopeds 20 Minuten in den Backofen. So, in der Zwischenzeit, wo das ganze Zeug im Ofen ist, könnt ihr die Augen machen. Ihr nehmt einfach ein Stück Fondant, rollt es einmal, drückt es platt und dann drückt ihr einen Drops rein. Ja, das schafft sogar ich, dann schafft auch ihr das. So, nach 20 Minuten auf ca. 150 sind sie fertig. So, jetzt bedarf es nur noch eines letzten Schrittes. Und zwar müssen jetzt noch die Augen drauf. Ja, ihr könnt sie einfach drauflegen natürlich. Ich habe mir jetzt hier Zuckerguss angerührt. Falls ihr das noch nie gemacht habt, das ist einfach ganz, ganz viel Puderzucker mit ein ganz bisschen Wasser. Damit klebt man ja auch so... Ja, ich brauche euch jetzt nicht erklären, was Puderzucker ist, Alter. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch so lebensunfähig ist wie ich. Und jetzt müssen wir nur noch die Augen da drauf befestigen. Ich finde das so geil! Und es ist so einfach, Mann. Ich schwöre, das ist einfach ein Aufwand von einem Furz.
Irgendwie sieht es auch ein bisschen aus wie Bernd das Brot. Nein, das sind Mumien, okay? Das ist nicht Bernd das Brot. Das ist etwas sehr Gruseliges. Also ich bin ja wirklich sehr begeistert von Dingen, die ich selber mache, ne? Aber davon bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. So Leute, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich ein Halloween-Video machen konnte dieses Jahr. Ja, das muss ich jetzt gleich auch noch schneiden. Ach, fuck. Das ist der letzte Tag als Obdachlose. Morgen ziehe ich um. Das bedeutet, das nächste Video, was ihr von mir seht, also das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sehen wir uns gemeinsam in der neuen Wohnung von mir und Kevin. Und da bin ich voll aufgeregt. Das ist eigentlich voll krass, ne? Dass ich euch bei sowas Persönlichem, ist glaube ich was ganz Normales, weil man das bei anderen auch mitkriegt. Aber wenn ich das jetzt so von meiner Seite erlebe, finde ich das voll krass, dass ich euch da mitnehme einfach. Naja, ich wollte mich noch bei euch bedanken für die Kommentare unter dem letzten Video. Für die, die es nicht gesehen haben, ich hatte einen kleinen Mental Breakdown wegen Schmerzen und Rückenproblemen und bla. Und ihr habt mir nicht nur richtig coole Sachen geschrieben und Verständnis gezeigt und ganz tolle, liebe, nette Nachrichten geschickt, sondern ein paar Osteopathen und Physiotherapeuten haben mir wahrhaftig Übungen gezeigt, mit denen ich in Kombination mit meinen Schmerzmitteln heute Morgen einfach und gestern Morgen auch aus dem Bett gekommen bin und wieder auf den Beinen bin. Zwar nicht den ganzen Tag, aber den Großteil des Tages und es ist einfach super krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, um nochmal den Wert dieser Geschichte hier einfach aufzuzeigen, ja. Das Licht ist super kacke, die Sonne geht unter. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und sage Happy Halloween. Macht's gut!